Nachgefragt in der Hauptstadt mit Thomas Wittstum von der Welt. Grüß Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Es wird von Spaltung der Gesellschaft gesprochen, auch in Sachen Impfen übrigens. Und jetzt ist die Frage, wie ist das, wie sehen Sie das und wie erleben Sie das, wenn jetzt sogar noch die Impfpriorisierungen für zwei Impfstoffe aufgehoben werden, wird dann noch weiter gespalten oder wird vielleicht ein bisschen geheilt? Es kommt ein bisschen darauf an, was die Bundesregierung in den nächsten Wochen unternimmt. Die Aufhebung der Impfpriorisierung ist für meine Begriffe noch viel zu wenig in der öffentlichen Debatte. Nicht die Aufhebung der Priorisierung ist das Problem, sondern die Organisation dessen, was dann kommt. Wir haben im Moment etwa ein Drittel der Bevölkerung geimpft, zwei Drittel warten noch auf eine Impfung. Viele müssen noch ein zweites Mal geimpft werden. Die zwei Drittel, die noch gar nicht geimpft sind, müssen alle zweimal geimpft werden. Das heißt, es kommen noch Millionen Impfwillige dazu. Und ich sehe nicht, dass da ein ausreichendes Bewusstsein dafür herrscht, sich dafür zu organisieren. Sie müssen sich vorstellen, wir haben die Hausärzte und wir haben die Impfzentren. Jetzt kommen aber viel mehr Leute dazu. Wir haben 5 Monate gebraucht, um das Drittel zu erreichen. Und jetzt wollen wir in wenigen Wochen die restlichen zwei Drittel schaffen. Dafür fehlt mir bei der Bundesregierung ehrlich gesagt das Bewusstsein. Bei der Bundesregierung oder bei den Ministerien oder im Kanzleramt? Die Hausärzte waren ja schon und sagen, Achtung, die Auffrischungsimpfung geht auch bald los, ein halbes Jahr nach der ersten Impfung. Also im Kanzleramt fehlt dieses Bewusstsein. Kanzleramtsminister Helge Braun sagte vor einer Woche bei einer Bundestagsbefragung, in wenigen Wochen werde man eine Situation erreichen, dass man nicht mehr genug Impfwillige finde. Also mit dieser Meinung steht er mittlerweile ziemlich allein. Gesundheitspolitiker anderer Parteien sehen eigentlich eher den Run auf die Impfungen. Sie haben das am Wochenende vielleicht in Köln erlebt. Vor der Zentralmoschee wurde AstraZeneca an Impfwillige ausgegeben. Es kamen 5000 Leute. Das sah ein bisschen aus wie bei einer Demonstration. Und es hat zu tumultartigen Szenen geführt. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt. Also ein Kanzleramt, das davon ausgeht, dass man um die Impfberechtigten oder die Impfwilligen kämpfen muss, bereitet sich natürlich nicht darauf vor, mit Ländern, Kommunen, Hausärzten und anderen Organisationen eine Organisation auf die Beine zu stellen, die diese Situation dann Herr wird. Und zudem, Sie haben es gesagt, die Auffrischungsimpfungen, das passiert möglicherweise ab August. Dazu kommt aber noch etwas, der Impfstoff für Kinder ist in den USA bereits freigegeben. In Europa wird das wohl im Juni passieren. Jens Spahn sagt heute, man werde bis August den Kindern ein Impfangebot machen. Wir sprechen hier von den 12- bis 16-Jährigen. Da fragt man sich, warum erst so spät? Also das könnte ja früher passieren. Schließlich wollen die Kinder im Herbst irgendwann wieder in die Schule gehen und sollten eigentlich schon im Sommer geimpft werden. Auch darauf könnte man sich früher und ja. So, jetzt haben wir den letzten Ton, jedenfalls ich nicht gehört, aber wir sind hoffentlich noch verbunden. Vielleicht sollte man mal bei Herrn Söder anrufen und fragen, wie man das besser macht. Ja, Herr Söder bietet den Abschlussklassen immerhin ein Impfangebot bereits im Juli an. Das ist zumindest ein Signal an die jüngere Generation, dass sie nicht sich ständig hintanstellen müssen. Aber ich weiß nicht, ob die anderen Ministerpräsidenten so begeistert werden, wenn ihnen immer Herr Söder vorgibt, wie es läuft. Da fragen Sie mal am besten im Norden nach, die haben eine ganz andere Meinung zur Organisation von Herrn Söder. Aber Stichwort Söder. Die Nachricht gestern, als ich sie las, Söder will nicht in ein Kabinett Laschet, ist schon eine Nachricht wert, ne? Ja, es ist eine Nachricht, es ist eine Art Misstrauensbekunden, zweifelsohne. Allerdings hätte alles andere doch sehr überrascht. Sie müssen sich vorstellen, welches Amt ist eigentlich in Berlin für Söder groß genug? Dass das groß genug wäre, ist ja durch Herrn Laschet möglicherweise besetzt. Und Söder in der Nachfolge von Horst Seehofer als Innenminister, das wäre an Zynismus also wirklich kaum zu überbieten. Deshalb war da keine, also es war jetzt keine wirklich große Überraschung. Und man muss noch etwas sagen. Was heißt das für Herrn Laschet eigentlich? Naja, im Prinzip ist es für Herrn Laschet so, dass er weiterhin mit diesem starken Mann aus Bayern rechnen muss. Söder wird alles daran setzen, nun die Kraft auf die Landtagswahl 2023 zu lenken. Die will er gewinnen, die will er vielleicht mit absoluter Mehrheit gewinnen. Und dieses Signal, nicht ins Kabinett zu gehen, heißt, jemand, der nicht im Kabinett sitzt, muss sich nicht disziplinieren. Der ist keiner Kabinettsdisziplin unterworfen, der ist Parteichef und als solcher
wird er auf Dauer, egal ob Laschet Kanzler wird oder ob er am Ende Fraktionschef in einer Opposition wird, ja, das werden wir sehen. Das ist momentan nicht das große Thema. Da könnte man sich ja jetzt auf die Themen, auf die eigentlichen Themen konzentrieren. Hören Sie da viel von Armin Laschet? Also die Frage könnte ich zurückgeben. Ich höre sehr wenig von Armin Laschet, was die Themen anbelangt. Es gab jetzt im Zusammenhang mit dem Klimaschutzgesetz ein paar Aufschläge von ihm, aber die großen Punkte, die großen programmatischen Reden, die fehlen. Man nimmt ihn in der Öffentlichkeit kaum wahr. Auch innerhalb der Partei gibt es sehr viele Stimmen, die sagen, eigentlich müsste unser Parteichef jeden Tag mit irgendeinem programmatischen Punkt in den Medien sein. Er hätte dazu ja alle Möglichkeiten. Jeder würde ihm Raum einräumen, aber das passiert nicht im Moment. Laschet lässt Raum auch für andere. Und die wird dann durch Debatten über Leute wie Maaßen, über Merz und eben über Söder gefüllt. Ja, und andere können schon füllen, haben aber auch Probleme. Also bei den Grünen wird jetzt dann wieder über die Causa Palmer geredet. Bei der SPD gab es jetzt also die Nominierung zum Kanzlerkandidaten, aber dann thematisch kam gestern und heute auch nicht viel, oder? Das ist ähnlich. Also auch hier, das mit dem Parteitag ist einigermaßen gut gelaufen. Die SPD hat sich hinter Scholz versammelt. Der muss jetzt nicht fürchten, dass er so zerrieben wird und daran die Einwürfe seiner Partei fürchten muss. Aber auch er muss sich hinstellen und muss nun liefern. Es wird nicht ausreichen, nur einfach er selbst zu sein. Er ist sehr unpopulär. In den Umfragen bei der Direktwahl des Kanzlers rangiert er gleich neben Armin Laschet bei um die 15%. Der Annalena Baerbock hat etwa das Doppelte. Also die müssen beide sich mächtig anstrengen, um von der Öffentlichkeit wirklich wahrgenommen zu werden. Wir müssen leider Schluss machen und wir hoffen natürlich auf, dass jetzt jeden Tag von den Matadoren in den Parteien Themen kommen, denn wir sind mitten im Wahlkampf. Danke fürs Gespräch nach Berlin. Vielen Dank. Schönen Tag.